Da ist auch noch was. Hier muss ich... Alter, was geht hier ab, ey? Das. So, besorge ich aber. Konnte ich halt nicht. So, ich habe halt schon irgendwas gefunden. Ich habe halt keine Munition mehr. Das Munitionsmanagement hier ist im Arsch. Na komm her, du Lümmel. Ich bin hier eh... Roboter! Komm her, du Lümmel! Da mal bleib stehen, du Lümmel. Ich möchte an dein... Da, ist ran! Das klingt irgendwie falsch. Oh. Ja. Eigentlich... Der brennt. Irgendwas gerade stirbt. Die Frage ist, was? Die Kette, die gerade fällt. Was eigentlich kommt. So, kann sich nur noch um 5 Milliarden Stunden handeln hier. Ich finde das ein bisschen weird. Das Headset sein. Eieiei. Klingt nach einer... So, nee, habe ich nicht gehört. Keiner. Da benutzt man sein Setup mal eine Woche. Ja, und dann ist alles im Arsch. Und wo habe ich voll meine Controller hingeschmissen? Sag mal, bin ich komplett kernbehindert? Was ist denn da los? Don't bring me down, fill my
war mein Empfänger. Das war mein fucking Empfänger. Okay. Aber. So, ah, da liegt er, ja. Hier. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie finde ich das ein bisschen weird. Das Problem ist, das Ding will halt ein Update haben und deswegen wird sich das, ich glaube, deswegen macht sich das so ein bisschen schlechter. Aber ich mag das Update nicht. Weil nach dem letzten Update oder nach jedem fucking Update muss ich alle Plugins neu installieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Das kann doch nie sein. So, jetzt bin ich da. So, und warum? Vibriert mein Controller jetzt dauerhaft? So. Hier ist ein Arsch. Das ist aber kein Dingsbums. So, naja. Ich hab's doch gleich gedacht. So. So, hau den ganzen Käse mal raus, Schatz. Was habe ich denn hier verpasst oder nicht verpasst? So, ich habe zumindest zwei Skillpunkte. So, ich weiß, hier kommt ein Tentakel raus. Wieder was. Kann das sein? War doch alles im Arsch. So, hier ist eine große Statue. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Da muss es irgendwie hochgehen. Das bedeutet, hier gibt es auch irgendwo eine Kiste. Kann ich da nicht hoch? Ich kann mir nicht vorstellen. Merkwürdiger Köder. Ah,
Was? Mal soll ich vielleicht doch nicht hoch. Ist da oben irgendwas? Sieht nicht so aus. Gut. Da gibt's noch einiges. Verliere ich nicht, aber ich mache auch nicht viel Damage. Obwohl es geht eigentlich. Ich finde mein Schadensoutput einigermaßen zufrieden. Auf jeden Fall. Ich muss schon mal kurz verlassen, schnell duschen. Das Befreiungsbündnis wollte die große Wüste friedlich durchqueren und am Treffpunkt eine Siedlung errichten. Wir konnten Orkal nicht vertrauen. Er sperrt uns in die Wiege ein. Er stippt jede Stimme der Vernunft und schmiedet einen finsteren Plan, der etwas mit den Natibas zu tun hat. Wir haben unseren gefallenen Kameraden geschworen, nicht zur Gewalt zu greifen. Doch wir sind zur Einsicht gelangt, dass wir der Stadt nichts mehr entgegensetzen konnten. Uns blieb nur noch aus der Stadt zu fliehen und das Beste zu hoffen. Doch auf unserer Flucht aus der Stadt griffen sie uns aus dem Schatten an. Sie verfolgten uns von der Dunkelheit und dem Sandsturm verhüllt. Letztlich wurden wir in alle Winde zerstreut. Ich wünschte, das alles wäre nicht real, nur ein Albtraum. Wie ein Wahnsinniger bin ich gerannt. In meinen Händen hielt ich einen Behälter mit unseren Geldern und Vorräten. Und den Beweis für die Gräueltaten Orkals in der königlichen Garde. Aber wir sind frei und in der Einheit liege die Stärke. Kamerad, dieser Sand spielt mir einen Streich. Bin ich bei euch? Ah, ich kann sie sehen. Ich muss sie rufen. Sie müssen wissen, wo ich bin. Hier, ich habe Drohnen. Ich werde meine Kameraden kontaktieren, indem ich die Drohnen mit meinen Datenchips losschicke. Diese Person. Wer in der großen Wüste rumwandert, riskiert Ärger. Und zwar eine Menge Ärger. Es gibt einen Grund, warum Zion-Kriminelle grundsätzlich verbannt. Trotzdem, irgendwas ist an dieser Sache doch merkwürdig. Wer oder was könnte das gewesen sein? Vermutlich ein Nativer. Vielleicht liege ich auch falsch. Keine Ahnung. Ist jetzt ja eigentlich auch egal. Das stimmt, aber... So oder so, die Datenchips wurden offenbar mit Drohnen weggeflogen. Ich sehe mich hier mal um. Hä? Das ist doch viel zu lang. Schließe die Drohnen ab und besorge hier Informationen.
Ah, schieße die Drohnen ab, okay. Sperren auf verschiedene Wege Menschen die Wiege ein, erklärten jene. Wir, das Befreiungsbündnis, haben entschieden, Beweise für die Gräueltaten der königlichen Garde zu halten. Sie sperren auf verschiedenen Wegen Menschen in der Wiege ein, erklären jene, die sich wehren, zu Verrätern und löschen sie aus. Sie verstecken sich hinter der Ausrede, dass uns langsam die Energie ausgeht, und sperren dabei jene, die ihre Stimme erheben und sich zur Wehr setzen, in Särge ein, um schlussendlich Xion zu übernehmen. Sobald diese Wahrheit ans Licht kommt, wird die Tyrannei Orkals in der königlichen Garde im Angesicht der vereinten Bürger enden. Das habe ich erwartet. Niemand kann die Wahrheit auf ewig verbergen. Meine Kameraden, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, unter der seltsamen Umstände gestorben, und doch werden wir nicht aufhören. Die königliche Garde transportiert das Blut der Nightivas durch die großen Wüste, angeblich nur zu Forschungszwecken. Wir haben mehrere Beweise gesammelt, die darauf hindeuten, dass Nightivas unter Xion leben. Die Wege, Blut, Nightivas. Die Wiege, Blut, Nightivas. Welche Wahrheit steckt dahinter? Die Garde macht Jagd auf uns. Sie schimpfen uns Verräter und würden uns bis ans Ende der Welt verfolgen. Wir werden die Beweise mit unserem Leben beschützen, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Dafür haben diese Leute ihr Leben riskiert? Was haben die sich dabei gedacht? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Nicht alles ist schwarz-weiß. Es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Dann werden wir hier nichts mehr rausfinden. Hey, wir könnten auf dem Rückweg dem Restaurant einen Besuch abstatten. Kann sein, dass wir etwas übersehen haben. Noch nicht. Hab das Gefühl, ich will das. Das Ding öffnen. Dieses neue. Eieiei. Dieses neue. Drei Hexen für die Kinder meiner lauten Stimme und drei Stücke von Kameraden. Po hat Kratzer. Schau doch ganz genau drauf. Denn dort geht sie hin. Hecken ist einfacher mit einem Code. Drei Hexen. Soll das eine Göttin sein? Ja. Hier muss es doch irgendwie einen Hinweis geben. Der Arsch der Eulen soll Kratze haben, aber ich sehe keine. Drei Hexen für die Kinder. Meine laute Stimme, drei Stücke von Kameraden. Yeah.
Das verstehe ich nicht. Zudem sich die Übersetzung auch sehr komisch anhört. Drei Hexen. Gibt's da irgendwas? Witch's Code. Okay, you need to spend some time exploring the Great Desert to find a peaceful clue in the chest. Verstehe. Ist aber weird. Also, drei Hexen für die Kinder, meine laute Stimme, drei Stücke von Kameraden. Das bedeutet, jede dritte Zahl. Dritte Zahl, hier ist ein Alpha. Nochmal ein Alpha. Dieses Zelt. Nochmal dieses Zelt. Dann kommt zweimal diese Nase, dann das Zelt. Zelt. Willst du mich ver... Das gab Kohle. So, dann will ich auch gleich mal hier weitermachen. Naja. Den mache ich fertig. Komm, in die Eier, Weihnachtsfeier. So. Dem haben wir das Arschloch schön gespalten. Hier ist noch was runtergefallen ist. Ja, ja, ich weiß es schon. Komm her. Ich hab doch, bin doch ausgewichen. Bye.
War ich nicht hier schon? Na gut. Ah, ein Lager. Lager ist gut. Lager ist immer gut, Goth Girl. Schwabbelwabbel. Ich empfange ein glasklares Signal. Denkst du, der Nativer, den Kaya erwähnt hat, ist in der Nähe? So ein nervtötendes Monster. So, ich mache erstmal meine Muni. Sprengpatrone. Ja, Patronen habe ich, aber warum kann ich die nicht benutzen? Stück. Ja, ich brauche noch ein paar Skillpunkte. Oh, das wird wahrscheinlich wieder ein richtig böser Nativer. Wie komme ich da rein? Aber wahrscheinlich hier. Oh, fuck my life. Fuck my life. Bitte nicht. Das sieht doch schon wieder nach... Sieht eher aus wie ein Basilisk.
Komm her, du Lümmel! Na komm her! Sonst noch irgendwas Gefährliches? Sieht für mich nur noch ein paar Fragen aus. Das muss das furchtbare Monster sein, von dem Kaya erzählt hat. Okay, lass uns holen, weshalb wir hier sind, und dann abhauen. Okay. Das war also ein Behemoth. So, ich will mal was gucken. Ich habe noch was zu erledigen. Das bedeutet noch nicht zurück. Oh nein. Diese Frau. Sieht mir nach einem Scavenger aus. Untersuch sie mal. Ich versuch's. Hab Adam, ich doch. Der Memory Stick ist noch intakt. Das ist sie. Deiner Reaktion nach ist sie Kara, oder? Wie traurig. Oh nein. Naja, dir muss doch klar gewesen sein, dass sie nicht überlebt hat. So läuft das hier nun mal. Ganz einfach. Noch nicht. Ich hab hier noch was. Aber sonst gibt's hier nichts mehr, ne? Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass uns da so ein Vieh auftaucht, aber ich hatte die auch nicht im Blick. Ich hab keine Heilung mehr. Meine Hatschi. Alter! Was zum Geier? Was zum Fick war das? Was zum Geier war das? Dann gehe ich jetzt mal von der. Ich versuche es jetzt mal von der anderen Seite. Alpha-Wand! Ja. Das soll man nicht lang. Habe ich das Gefühl. Aber was eine Entfernung. Wie, keine Cam? Achso. Nee, ich musste etwas improvisieren tatsächlich. Diesbezüglich habe ich mich... Habe ich was anderes gemacht. So, jetzt. Sorry, Tsui. Grüß dich. Aber das war ja assi. Wer schießt denn auf so einen süßen Knackarsch? Ich nicht. Bis hierhin kamen wir und von dort hinten hat irgendeiner geschossen. Ein Schiff.
Achtung. Wow, wow. Ich glaube, ein Frontalangriff kommt nicht in Frage. Okay. Oh, leck mich doch am Eiersack. Ohne meine heiße Boycam. Warten, hier komme ich nicht rein. Ich kann ein bisschen was passiert, wenn man trotzdem einfach. Warte mal, ich habe irgendwie so. Den Algorithmus-Chipset. Ah. Alter Schwede. Eve, meinst du, das kommt von dem Wachturm? Laut den Daten schon, ja. Hier stimmt was nicht. Aber ich gebe das hier Roxanne und bringe es hinter mich. Theoretisch ja, weil wir haben jetzt genug gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt alle Nebenquests fertig. Hoffe, dir geht's gut, alter Mann. Hast du ihn? Ich wusste, auf dich ist Verlass. Zuerst der Körperkern. Ach, sieh an. Für die Menschen von Zion, ja? Wenn Blicke töten könnten. Hier, bitte. Woher hast du das? Was hast du getan? Sag nicht, du hast jemanden vom Landetrupp angegriffen. Nicht doch. Ich würde es nicht wagen, einen Engel zu töten. Mehr werde ich dir nicht sagen. Vergiss nicht. Mit Geheimnissen lässt sich immer gut handeln. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich immer darauf, mit dir Geschäfte zu machen. Unwiderstehliches Angebot. Körperkern. Maximale LP erhöht, nämlich mit. So, ich Roxanne, hast du natürlich. Wieso flapp? Ich wünschte. Ah, komm schon. Macht mal eine Lesbennummer, dann ist der Käse gegessen. Oh, das klingt etwas unordentlich, aber es sollte helfen. In Bearbeitung. Wassertank der Ehefrau. Achso, ja, komm. So. Geben wir mal den Stuff bei Kara ab. Kaya, wie geht's dir? Kaya, Entschuldigung. Ah, Engel! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich war nur in Gedanken. Da bist du ja, Engel. Was ist mit meiner Schwester? Die haben aufgefressen. Kaya, ich hatte Durst und Hunger. Und nur deine Schwester konnte meinen Hunger stillen. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Nun, hier, nimm. Oh, das ist ein Memory Stick. Ach, echt? Das bedeutet... Ja. Ich habe einen Netiber namens Behemoth getötet und den Stick in der Nähe gefunden.
Ich habe ihren Tod gerecht. Gerecht? So nennt man das, ja? Weißt du, es war klar, dass das passiert. Meine Schwester hatte doch kaum eine Chance. Ich hatte nur auf das Beste gehofft. Ja. Aber scheinbar habe ich dauernd nur die Realität verleugnet. Kaya. Schon okay. Das Wichtige ist, dass ich die Erinnerungen meiner Schwester habe. Na, das ist doch schön. Und sie wird weiterleben. In mir. Und gemeinsam führen wir unseren Laden. Okay, das fühlt sich. Bitte, komm jederzeit gern wieder. Och, die tut mir ein bisschen leid. Schwesterliebe. Na, wenigstens. Alter, das gab aber ordentlich. Flieger. Das Wetter ist schön, Nick. Der Laden ist immer noch eine ziemlich... Ich will meinem Schicksal gerecht werden. Danke für dein... Was kann ich denn einkaufen?